Moin Moin und herzlich willkommen Leute auf meinem Kanal. Heute mal ein Ich schäme mich Video. Warum? Ich schäme mich wirklich und zwar, weil ich es bisher noch nicht geschafft habe, ich dummes Arschloch sozusagen, mich bei euch endlich mal zu bedanken fürs Liken, fürs Kommentieren, einfach fürs Anschauen der Videos, fürs Abonnieren natürlich. 862 Abonnenten aktuell. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Mehr fällt mir dazu nicht ein und möchte euch an dieser Stelle endlich ein großes Dankeschön dafür aussprechen, dass ihr mich so unterstützt. Ihr gebt mir die Kraft sozusagen weiterzumachen und glaubt nicht, dass ich das nicht sehe. Ich sehe es jeden Tag. Ich gucke mir ja immer an, was auf meinem Kanal passiert, wie es sich entwickelt, was gut läuft, was schlecht läuft, wo ich vielleicht was besser machen könnte. Und ihr habt halt, ihr gebt mir halt da so viel zurück sozusagen, dass sich die ganze Kacke hier lohnt. Ich weiß es echt wertzuschätzen. Ja, an dieser Stelle also ein großes Dankeschön an euch alle da draußen. Und bitte macht weiter so und vielleicht ein kleiner Traum keimt auf. Sorry. Ein kleiner Traum keimt auf in mir, dass wir vielleicht bis zum Jahresende die 1000 Abonnenten schaffen. Kein Muss. Schön wär's allerdings. So, liebe Leute. Danke jedenfalls dafür. Und wenn wir uns schon mal hier so zahlreich versammelt haben, möchte ich an dieser Stelle auch gleich ein besonderes Dankeschön an meine zwei Kollegen, YouTube-Kollegen, der Beutel und Gaza, ein Dankeschön an euch zwei im Besonderen aussprechen. Beutel zum einen, weil er mich häufig in seinen Streams erwähnt und verlinkt und mich empfiehlt. Gaza auch, der mich sogar auch noch in seiner Insta-Story erwähnt hatte. War recht überraschend, als ich auf einmal in Insta gucke und Gaza die Story vom Gaza sehe und sehe meinen Content und dann ihr Checkout und so. Also war schon geil. Da danke ich euch dafür, Leute. Und ja, bitte euch anderen da mal kurz vorbeizuschauen bei den Jungs. Die sind super nett. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen von euch was dabei. Ich hau die Links mal unten in den Videokommentar oder in den Videokommentar. Schaut mal rein und ja, vielleicht passt es ja für euch. Ach ja, an dieser Stelle möchte ich dann auch noch Peter grüßen. Peter Bass, der in seinem Kommentar schrieb: Du bist cool, mach weiter so. Wenn es möglich ist, grüß mich bitte mal in deinem Video. Danke, ich bin dein Fan. So, Peter, du seist an dieser Stelle auch gegrüßt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich war's das soweit. Schwerpunktmäßig aktuell EFT, also Escape from Tarkov, seht ihr im Hintergrund schon. Heißt nicht, dass es nicht noch anderen Content gibt. Ich bin bloß gerade schwerpunktmäßig da dran und macht riesen Spaß. Ist eine echte Herausforderung, ist sehr komplex und echt krasses Spiel, muss ich sagen. Also hat eine Weile gedauert, ehe ich dran gekommen bin, aber jetzt stecke ich mittendrin. Dank Pascal eigentlich, der die Lehrerrolle übernommen hat und mich dort gewissermaßen eingeführt hat in dieses Spiel. Ja, und jetzt hänge ich da drin fest. Pascal hat gerade mal momentan zwar keine Lust mehr, aber ich bin da jetzt erstmal nicht wieder rauszukriegen. Gut, Leute, ansonsten, ja, meinen Zähnen geht es wieder besser. Ich hatte ja extrem Stress mit meinen Zähnen. In den letzten 3 Wochen 7-mal beim Zahnarzt gewesen, bis sie letzte Woche am Mittwoch dann die Wurzelkanalbehandlung gemacht hatten. Die hatten am Mittwoch dann irgendwie durchgebohrt am Zahn, was höllisch weh tat. Wo ich schon dachte, das ist das Ende der Welt. War es allerdings nicht. Das Ende der Welt kam am Freitag, denn die Behandlung am Mittwoch zeigte keine Besserung und daher musste ich am Freitag dann nochmal hin und da gab es richtig Pfeffer. Also das war nicht ohne. Also haben sie mir alle Nerven aus dem Zahn rausgezogen, die noch da waren. Es waren höllische Schmerzen, aber jetzt bin ich endlich auf dem Weg der Besserung. Gut, falls ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt oder überhaupt generell nicht nur Gaming-Content sehen wollt, dann könnt ihr gerne mir bei Insta oder bei Twitter folgen. Wobei ich bei Twitter gerade erst angefangen habe und noch etwas warm werden muss mit dem ganzen Quatsch. Ihr wisst ja, ich bin alt und der neumodische Kram muss ich erstmal langsam einspielen.
Beide Links findet ihr oben in meinem YouTube-Banner. Würde mich freuen, wenn wir uns dort auch sehen könnten. So, und dann bin ich erstmal raus für heute. Danke euch fürs Anschauen, Zuhören und ja, wir sehen uns bis dahin. Ciao, euer Senseless Survivor. Tschüss.